Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Einfach Elektrisch. Ja, ihr seht es im Hintergrund vielleicht, wir sind wieder in Neubrandenburg beim Autoforum bei Audi in Neubrandenburg und haben wieder den Audi Q8 e-tron 55. Den haben wir euch ja in einer ausführlichen Review mit Fahrbericht schon vorgestellt und daran wollen wir heute anschließen, indem wir mit diesem Fahrzeug auf die Autobahn fahren, um den Verbrauch bei 100, 120, 140 und 160 km/h zu ermitteln. Und wir wollen natürlich testen, schafft er die 170 kW, die neue Ladepeak, und schafft er dann halt auch die Werksangabe von 10% auf 80% in gut 31 Minuten. Parallel testen wir die Assistenzsysteme, alles, was wir immer in den Verbrauchsfahrten mit Ladecheck so machen. Und ich glaube, da habt ihr wieder ein spannendes Video zu erwarten. Bevor wir losstarten, schaut ihr bitte mal nach, ob ihr schon Teil der Einfach-Elektrisch-Community seid. Wenn nicht, würden wir uns freuen, wenn ihr uns einerseits mit einem Abo unterstützt und wir euch andererseits immer die neuesten Elektroauto-Videos direkt nach Hause liefern. Also lasst uns losstarten mit der Verbrauchsfahrt und dem Ladecheck. Ich hoffe, ihr habt die Review inklusive Fahrbericht des Audi Q8 e-tron gesehen, weil wir da natürlich nahtlos auch dran anschließen wollen. Wir sind auf dem Weg zur Autobahn A20. Das ist ja unsere Teststrecke, die wir mal gen Norden und Süden abwechselnd befahren und wo wir dann konstant bei 100, 120, 140, 160 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit die Verbräuche nach Tachy und Bordcomputer ermitteln wollen. Wir fahren an die Ladesäule, machen den Ladecheck mit euch und wollen herausfinden, wie funktionieren die Assistenzsysteme des Audi Q8 e-tron. Ausgangsbasis sind 3,5 Grad Celsius. Wir haben 21 Zoll Sommerräder verbaut, trotz der winterlichen Jahreszeit. Das vielleicht hier als kurzes Feedback. Wir haben wohl die neueste Software nach Auslieferungsstand des Q8 e-tron verbaut und wollen hier natürlich bei 21 Grad Innentemperatur, wir schalten AC für die Klimaanlage aus, dann diese Verbräuche ermitteln und fahren, soweit es geht, auch immer im Eco-Modus, um dem Auto die maximale Efficiency von Hause aus zu geben. Jetzt seid ihr informiert, jetzt geht es gleich los, wenn wir dann die ersten Ergebnisse ermitteln wollen. Wir sind auf der Autobahn A20 hier in Neubrandenburg. Steffen, wie heißt das? Süd? Ost müsste das sein. Ost, Neubrandenburg, Ost, auf die Autobahn gefahren, gen Norden, Richtung Greifswald, Stralsund, Rostock und haben den Abstandsregeltempomaten auf 100 km/h geschaltet. Ich werde jetzt den Kurzzeitspeicher löschen und wir wollen mal schauen auf die nächsten 20 Kilometer, wo der Verbrauch des Audi e-tron, Q8 e-tron hingeht. Steffen, spürst du die Aerodynamik? Ja, ich friere, weil die Klimaanlage auf Eco steht. Na, 21 Grad, wie immer in unseren Tests. Und wir haben ein erstes Ergebnis. Und das ist beachtlich, Steffen. Schau mal, 20,1 Kilometer gefahren. Durchschnittsgeschwindigkeit durchgehend 100 km/h und 25 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Alle werden sich jetzt fragen, Mensch Olli, wie kann man bei 100 km/h 25 Kilowattstunden feiern? Kann ich euch sagen, weil wir erst vor kurzem den e-tron 55 Test gemacht haben. Ihr habt ihn wahrscheinlich gesehen, also das Vorgängermodell. Und Audi hat es geschafft, 4,5 Kilowattstunden pro 100 Kilometer hier rauszuholen. Und das muss ich sagen, das ist ein geiler Wert. Wir haben den Abstandsregeltempomaten auf 120 km/h gestellt. Steffen, schau mal, ich habe den Kurzzeitspeicher gelöscht. Und wir wollen herausfinden auf den nächsten 20 Kilometern, wo liegt der Verbrauch des Q8 e-tron 55. Knacken wir die 29,7 Kilowattstunden des Vorgängers? Bleiben wir darunter? Die Frage wird gleich beantwortet. Steffen, wir haben einen neuen Wert. Was tippst du denn? Also dafür, dass ich immer noch friere, hoffe ich mal, dass er auch ein bisschen drunter blieb. Oder? Nee, komischerweise nicht. Wir fahren die gleiche Strecke. Damals hatten wir, glaube ich, um die 0 Grad, heute haben wir 4 Grad. Aber wir haben hier einen Verbrauch, ihr seht es, Durchschnittsgeschwindigkeit 120 km/h, konstant 120 durchgefahren, 30,5 Kilowattstunden. Da muss ich euch sagen, bin ich jetzt nicht positiv überrascht, weil das nämlich 0,8 Kilowattstunden sind mehr als der Vorgänger. Ich beschleunige gleich mal auf 140 km/h hinaus und dann werden wir hier nochmal den Bordcomputer resetten, um zu schauen, wie viel verbraucht er bei 140 km/h.
Wir sind Markenbotschafter bei Geld für E-Auto. Und da könnt ihr für euer rein batterieelektrisches Fahrzeug oder eure rein batterieelektrischen Fahrzeuge, wenn noch nicht geschehen, die THG-Quote beantragen. Und das ist total einfach, indem ihr einfach nur unten in der Videobeschreibung mal nachschaut. Da habe ich euch ein paar Informationen zusammengetragen und den Link zu Geld für E-Auto. Das geht sowohl als Privatperson als auch als Unternehmer. Und da habt ihr dann die Möglichkeit, euch entsprechend zu registrieren von eurem batterieelektrischen Fahrzeug oder euren batterieelektrischen Fahrzeugen, die entsprechenden Kfz-Scheine mit der Vorder- und Rückseite hochzuladen. In der Regel dauert das keine 5 Minuten. Und dann übernimmt Geld für E-Auto alle weiteren Prozesse von der entsprechenden Beantragung über der entsprechenden Vermarktung und zahlt euch dann nach Erfolg die entsprechenden Prämie oder Prämien auf euer Konto aus. Wenn euch das gefällt, schaut da bitte mal in der Videobeschreibung nach, geht da gerne auf unseren Link und wenn ihr unseren Link nutzt, dann unterstützt ihr natürlich auch diesen Kanal und dafür sage ich herzlichen Dank. Wir haben einen neuen Verbrauchswert. Steffen, gib mir mal schnell einen Tipp. 40. 40,6 war der e-tron 55 und schau mal, wir sind jetzt nach 20,3 Kilometern wirklich durchgehend 140 km/h fahrend bei 36,6, also 4 Kilowattstunden besser als der Vorgänger. Ich muss sagen, das schaut und liest sich doch schon mal etwas smarter. Ja, smarter werden wir jetzt auch, indem wir nämlich hier in Grimmen-West einen U-Turn machen und statt gen Norden Richtung Süden wechseln, um dann gleich nochmal 160 km/h auch auszuprobieren. Wir haben den U-Turn gemacht, fahren gen Süden. Ihr seht, die Windräder drehen sich und wir beschleunigen den Abstandsregeltempomaten auf 160 km/h, löschen den Kurzzeitspeicher und wollen auf den nächsten 20 Kilometern herausfinden, wie ist der Verbrauch des Audi Q8 e-tron 55. Du Steffen, wir haben einen neuen Verbrauch bei 160 km/h. Wenngleich wir einen Bus überholen lassen mussten und der Bordcomputer hier 157 km/h anzeigt. 41,4 Kilowattstunden, jetzt ist er auf 41,3 Kilowattstunden pro 100 Kilometer zurückgegangen. Wir hatten ja mit dem e-tron 55 41, das heißt, da sind die beiden Fahrzeuge relativ identisch. Wir zeigen euch das nochmal in der Übersicht und dann natürlich auch im Vergleich mit den anderen getesteten Fahrzeugen. Ich habe in unseren Lieblingsmodus geschaltet, Dynamik und auf S wie Sport und habe den Q8 e-tron 55 mal auf seine Höchstgeschwindigkeit von 200 km/h beschleunigt. Auf dem Tacho zeigt er 201 km/h an. Leider geht er nicht ein bisschen schneller, ist ein bisschen schade, aber wer schneller haben möchte, für den gibt es ja noch den SQ8, dann mit 3 Motoren und 503 PS, der dann sogar 210 km/h schnell ist. Und wir wollen mit euch natürlich jetzt nochmal herausfinden, wie funktionieren die Assistenzsysteme. Dazu habe ich mal den Abstandsregeltempomaten auf 200 km/h gestellt. Das funktioniert nämlich bei Audi und er hält hier eigentlich sehr, sehr schön die Mitte der Fahrspur. Wenn es da etwas stärkere Kurven sind, da muss man schon mal so ein bisschen nachkorrigieren, gerade auch, weil wir hier so ein bisschen Seitenwind genießen. Aber ich muss sagen, das macht er sehr, sehr gut. Gerade die prädiktive Regelung, das heißt, er erkennt die Verkehrszeichen, hat auch Daten aus der Topografie, aus dem Navigationssystem und passt dann die Geschwindigkeit entsprechend an. Und gerade hier bei 200 km/h mit der Doppelverglasung, muss ich sagen, ist es auch ein extrem leises, extrem ruhiges Fahren. Steffen, was sagst du? Ja, sehr gut. Auch schön gedämpft, finde ich. Wenn der Verbrauch nicht hochgehen würde, würde man sagen, das ist so ein richtiger Langstreckenflitzer. Aber bei den Verbräuchen, jetzt hat er den LKW erkannt, da geht auch relativ hart hier in die Bremse.
in die Warnung hinein, aber macht das ordentlich, macht das solide, ohne dass ich zusätzlich bremsen muss. Das ist die Audi-Qualität, die wir gewohnt sind. Jetzt hat er die Spur verlassen und jetzt beschleunigt er eigentlich wieder raus, macht er nämlich nicht. Hier seht ihr die prädiktive Regelung, Steffen, schau, 120 km/h gleich 100, das weiß der Audi. Da ist ein Elektroauto, ist effizient, geht jetzt auch runter von 120 wieder auf 100 km/h. Das funktioniert perfekt. Dann muss ich euch sagen, das ist eine tolle Sache. Spurhalteassistent, Lenkassistent, das funktioniert sehr, sehr gut. Wir fahren 100 km/h über die Brücke. Schau mal, Steffen, aufs Tacho. Und ich mache mal so einen richtigen Kickdown in Dynamic S. Wir wollen mal sehen, wie er beschleunigt. Boost ist aktiv. 120, 140 und 150 ist er durch, 160. Ja, dann in den höheren Geschwindigkeiten wird es ein bisschen träger, aber das ist halt dieser Punch der Elektromobilität, über 650 Newtonmeter Drehmoment, die man spürt und die ihn dann halt auch zum intergalaktischen Roadrunner werden lassen, wenn man denn genügend Akku hat, um auch diese Geschwindigkeiten halt zu fahren. In der Regel fahren wir Elektromobilisten ja eher so Richtgeschwindigkeit 130, aber ich will halt auch verdeutlichen, dass man halt auch anders fahren kann. Sicherlich dann mit höheren Verbräuchen, mit geringeren Reichweiten, aber der Elektromobilist ist nicht immer die Bremse auf der rechten Spur, die mit 100 hinterm LKW ökologisiert. Wir wollen mit euch den Check machen, wie ist die Routenplanung, hoffentlich inklusive Ladeplanung beim Q8 Audi e-tron. Und wir machen das wie immer bekanntlich über die Sprache, indem wir sagen, hey Audi, fahre uns nach München zum Viktualienmarkt. Sie können jetzt. Das macht, die Führung wird gestartet. Das macht der Audi ordentlich, wenngleich er halt so ein bisschen behäbiger ist. Da sind Mercedes mit seinem MBUX-System und auch BMW mit seinem neuen System schon etwas progressiver, etwas fortschrittlicher, etwas dynamischer. Jetzt müsste auch gleich der Audi e-tron Routenplaner feststellen, dass wir mit dem Akkustand ja gar nicht bis nach München kommen können, 800 Kilometer, und sollte dann hoffentlich das auch erkennen und uns eine Ladeplanung machen. Wir bleiben doch mal live drauf, damit ihr einfach mal so ein Zeitgefühl bekommt, wie schnell oder wie langsam so ein System ist. Ne, wir könnten jetzt auch wahrscheinlich ein Spiegelei braten, Steffen, oder? Was meinst du? Ja, ein Stück Wasser trinken. Aber am Ende muss man nur geduldig sein, er erkennt es. Er macht uns hier die entsprechenden Vorschläge, die wollen wir mal annehmen. Und dann plant er uns auch die entsprechenden Ladestops hier mit in die Route hinein. Und da kommt auch so ein bisschen mein Kritikpunkt bei Audi. Hier würde ich mir halt wünschen, dass er zum einen vielleicht stärker noch eine Auswahlmöglichkeit bietet, dass man zum Beispiel sagt, Mensch, ich möchte aber vornehmlich bei Ionity laden, weil ich da vielleicht vergünstigte Konditionen habe oder ich die besonders gerne mag, weil Ionity so toll ist. Oder ich möchte lieber bei ENBW oder bei Allego oder bei wem auch immer laden. Zum anderen würde ich mir gerne eine Einstellung wünschen, dass ich halt sage, ich möchte mit dem und dem State of Charge am Zielort oder auch am Ladepunkt ankommen, um dann im Prinzip vielleicht am nächsten Tag, weil ich dort nicht laden kann, auch wieder zum nächsten Hypercharger komme. Das sind halt so Funktionen, wo Audi leider nicht nachgebessert hat und wo ich halt auch sagen muss, dass das Audi MMI so ein bisschen veraltet ist. Audi hat ja angekündigt, dass wohl 2024 auch ein neues System dann auf Android-Basis folgen soll, was dann sozusagen auch wieder das MMI-System auf Next Level heben soll und dann auch sicherlich wieder mit Vorsprung durch Technik glänzen möchte. Wir haben den Monster-Akku platt bekommen hier mit seinen 114 Kilowattstunden brutto, 106 Kilowattstunden netto. Warum weiß ich das so genau, Steffen? Weil wir ihn mit 9 Kilometern übernommen haben. Ein ganz frisches, zartes Auto. Wir sind die Ersten, die ihn fahren durften. Und nicht mal die Audianer im Autoforum haben ihn gefahren. Und nach 197 Kilometern haben wir jetzt noch 10% Restkapazität. Das ist doch genau der ideale Ladestand, Steffen, um jetzt hier an den Ionity Schnelllader in Demina Land heranzufahren und mal den Ladecheck zu machen von 10 auf 80%. 10% ist der State of Charge. Wir haben angesteckt, er geht hoch auf 137 kW. Er soll ja 170 kW im Peak laden. Wir wollen schauen, ob er die Werksangabe, ich glaube mit so 30, 31 Minuten von 10 auf 80% schafft. Und natürlich auch, ob er wie gewohnt auch vielleicht so ein bisschen über die 170 kW kommt. Das wäre ja genial.
Wir sind bei 30% State of Charge, haben in 9 Minuten 22 Kilowattstunden nachgeladen. Also ja in etwa fast 100 Kilometer. Das ist okay, laden jetzt mit 155 kW, 156 kW und hoffen natürlich, dass er gleich auch auf 170 kW hochgeht, so bei 25%. Hat er auch ordentlich den Lüfter hier gestartet. Das heißt, er benutzt auch sein Thermalmanagement, um den Akku bestmöglich zu konditionieren. Ich vermute mal eher zu kühlen als zu heizen. Aber wir wollen hier natürlich euch nach Möglichkeit auch die 170 kW gerne zeigen. Bei der Ladung ist ja auch immer die Möglichkeit, dann mal nochmal ums Auto zu gehen. Audi hat ja, wie ich finde, jetzt beim Facelift zum Q8 e-tron, also sozusagen dem Nachfolger von e-tron 55, da ein schönes Facelift gemacht, den Single Frame nochmal so ein bisschen modernisiert, auch die Audi-Ringe optimiert, wo jetzt auch die Radarsensoren und weitere Technik drin verborgen sind, bis hin zu einem ja, fast durchgehenden Leuchtband, was man optional bekommen kann. Wir haben schöne 21 Zoll Sommerräder verbaut. Digitale Außenspiegel könnt ihr aber natürlich auch in analog bekommen. Und was ich gut finde beim e-tron ist, dass ihr sowohl auf der Beifahrerseite dann noch AC laden könnt, als auch auf der Fahrerseite AC und DC. 4,92 m ist er lang, 1,93 m breit plus Außenspiegel und 1,63 m hoch. Also ein richtig stattliches SUV. Wir haben die Limousine. Optional gibt es dann auch nochmal den Sportback. Und hier beim Q8 hat man halt viel auch in der Aerodynamik verändert und da optimiert. So um 0,02 ungefähr, was aber dann im Verbrauch sicher, wie ihr gesehen habt, auch ein klein bisschen niederschlägt. Größere Akkus haben wir an Bord. Der 50er hat jetzt 95 Kilowattstunden brutto, 89 Kilowattstunden netto. Unser 55er hat sogar 114 Kilowattstunden brutto und 106 Kilowattstunden netto, sodass sich auch hier die Reichweite nicht zuletzt durch Effizienz des Fahrzeugs, auch da hat man beim Elektromotor hinten zwei Spulen mehr gemacht, kann aus weniger Energie schneller und ein höheres Drehmoment erzeugen und so den Verbrauch senken. Und das natürlich in Verbindung mit dem größeren Akku sorgt dann halt auch zu einer höheren Reichweite. WLTP-Angaben lassen wir lieber weg, weil wir die real eigentlich ja selten erreichen, außer mal im Stadtverkehr. Lasst uns den Blick in den Kofferraum werfen und auch da hat sich ein bisschen was getan. Der Subwoofer ist nun serienmäßig und dadurch hat er ungefähr 100 Liter an Kofferraumvolumen verloren. 40-20-40 könnt ihr die Rückbank umklappen, die ist auch vorgespannt. Das heißt, ihr habt hier schöne Griffe, dann geht das richtig schön schnell. Und wir haben auch noch hier unten einen schönen doppelten Ladeboden, wo jede Menge Platz ist, wo man einiges dann halt entsprechend verstauen kann. Was ich genial finde, dass der Q8 e-tron auch weiterhin den Frunk vorne hat, wo wir das Ladeequipment verstauen können. Optional bekommt ihr eine Anhängerkupplung mit einer Anhängerlast von bis zu 1,8 Tonnen gebremsten Anhänger. Und ihr habt auch die Möglichkeit, auf dem Dach einen Dachgepäckträger unterzubringen. Das heißt, ihr habt so ein richtiges SUV, was ihr in alle Himmelsrichtungen nutzen könnt. Was ich euch sehr empfehlen kann, ist Encharge. Das ist ja die App, die ich nutze, um mit meinen Internet-Einkäufen Freikilometer zu sammeln. Und diese Freikilometer kann ich dann kostenlos, zum Beispiel auch bei Ionity, in Verbindung mit der Einfachstromladen-Maingau-Karte ganz elegant, zum Beispiel auch hier in den Q8 e-tron laden. Und Freikilometer hat ja immer mehr an Bedeutung gewonnen, weil die Preise für die Kilowattstunde ja in den letzten Monaten leider immer stark gestiegen ist. Schaut da gerne mal in der Videobeschreibung nach, wenn ihr noch nicht bei Encharge dabei seid. Probiert es mal aus, ist kostenlos. Aber wenn ihr da 30 Kilometer sammelt, ich schon über 20.000, dann rechnet sich das auch auf Strecke. 47%, 167 kW, das heißt auch da geht es nochmal nach oben, 16 Minuten, 40,4 Kilowattstunden haben wir jetzt nachgeladen. Also ihr seht, dass er da halt schön diese Ladepeak hochhält, konstant hohe Ladepeaks hat. Das ist ja viel, viel interessanter als so ein Ladepeak, der einmal kurz hochfährt, wie wir es bei Tesla kennen, 250 kW und dann gleich wieder runtergeht. Wir wollen ja quasi möglichst viel Energie in kurzer Zeit in den Akku bekommen und da macht er hier, glaube ich, mit seinen Werten einen ordentlichen Eindruck. 17 Minuten, 50%, 44,5 Kilowattstunden nachgeladen und er kratzt so an der 169 kW jetzt im Peak beim Laden. Ich hoffe ja, dass wir die 170 euch noch zeigen können. Da sind die 170 kW. Ihr seht, es war 53% noch ganz schwach. 19 Minuten, fast 48 Kilowattstunden nachgeladen.
Jetzt kommen sie aber, die 170. Und ich würde mir ja wünschen, dass er für einfach elektrisch da jetzt nochmal deutlich drüber geht, dass wir da wieder den Rekord aufstellen. Yes, yes, yes. Schau mal, Steffen, 171, 172 kW. Ja, deutlich drüber. Deutlich drüber. 58%, fast 53 Kilowattstunden nach 20 Minuten nachgeladen. Und wir haben ihn wahrscheinlich den Rekord in der Ladepeak. Schreibt es gerne in die Kommentare. 80% nach 32 Minuten. Wir haben 78 Kilowattstunden nachgeladen, aber er ist jetzt auch auf 56 kW runtergegangen, 53 kW. Aber ich muss sagen, jetzt auch bei den Temperaturen knapp über 0 Grad erfüllt er sein Ladeziel. Und das ist ja auch das Entscheidende, dass wir halt die Werksangaben in etwa erreichen. Holla, die Waldfee, war das kalt. Und heute haben wir auch so ein bisschen Seitenwind, was uns die App gar nicht angezeigt hat. Weil ihr habt ja gute Hinweise gegeben. Mensch, Olli, achte mal auf den Wind bei euren Verbrauchsfahrten. Achte mal auf die GPS-Geschwindigkeit bei euren Verbrauchsfahrten. Das machen wir ja immer jetzt regelmäßig. Und wenn da Unregelmäßigkeiten wären, würden wir euch das natürlich selbstverständlich auch sagen. Weil wir wollen ja eine Liste haben, die irgendwo eine gewisse Marktfähigkeit hat, wenngleich wir natürlich auch kein Labor sind und irgendwelche Laborwerte mit euch gemeinsam erzielen wollen. Wir beschleunigen jetzt auf 130 km/h. Ich muss mal wieder die Heizung ein bisschen runterregeln, Steffen, das liebst du ja so. Yippie. Auf 21 Grad. Wir gehen jetzt hier mal wieder in unseren Drive Mode Efficiency, schalten die Klimaanlage aus. So. Und dann gehen wir hier auf den Abstandsregeltempomaten 130, löschen den Kurzzeitspeicher und wollen mal die nächsten, ja, vielleicht 20 Kilometer herausfinden ungefähr, was er verbraucht bei 130 km/h durchschnittlich gefahren. Wir haben einen neuen Wert. Jetzt kommt leider eine Baustelle nach 19 Kilometer. Steffen, schau mal. Oder 19,1. 35 Kilowattstunden bei 130 km/h. Der Durchschnitt zeigt sogar 131 km/h. Und vielleicht haben wir auch ein bisschen Rückenwind. Ich weiß es nicht, wie der Bordcomputer abweichend ist vom Tacho. Wir haben auf jeden Fall Abstandsregeltempomat 130 gefahren und sind damit 1,6 Kilowattstunden niedriger als vorhin bei 140 km/h. Steffen, da waren 36,6, richtig? Ja. Jawohl, das ist doch schön. Jetzt gucken wir mal, wie wir zum Autohaus kommen und bekommen ja dann noch so einen kleinen Drittelmix. Wir sind in Neubrandenburg zurück und fahren jetzt gleich beim Autoforum, dem Audi-Händler in Neubrandenburg, auf den Hof. Steffen, lass uns nochmal auf den Verbrauch schauen. Wir sind jetzt 39,5 Kilometer gefahren. Die Durchschnittsgeschwindigkeit ist logischerweise auf 86 km/h gesunken und auch der Verbrauch auf 30,7 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Ihr seht, ein SUV, das mag zwar bequem und beliebt sein, aber es ist halt leider nicht die Effizienz in der Elektromobilität. Und ja, gerade bei den aktuellen Strompreisen wird sich der eine oder andere vielleicht dann doch überlegen, ob es ein SUV ist oder ob da vielleicht ein effizienteres Fahrzeug, eine Limousine, wobei man auch immer sagen muss, das Angebot, da habe ich mit Steffen drüber philosophiert, wenn man natürlich fast ausschließlich SUVs im Angebot hat, fällt es einem auch schwer, Alternativen logischerweise zu finden. Schreibt da gerne mal eure Meinung in die Kommentare, wie steht ihr zu SUVs in der Elektromobilität. Wir sind zurück beim Autoforum in Neubrandenburg bei der Neugruppe und hier seht ihr nochmal das Vorgängermodell, auch ein wunderschöner e-tron 55. Und könnt so vielleicht noch mal den direkten Vergleich ziehen zu unserem Probanden, den Q8 Audi e-tron, auch als 55er. Und damit kommen wir auch zum Fazit der Verbrauchsfahrt und dem Ladecheck. Ich muss sagen, Audi hat natürlich viel in die Aerodynamik investiert. Das Ergebnis seht ihr in der Tabelle beim Verbrauch. Teilweise sind es ja deutliche Reduktionen, weil wir da ja relativ gute Vergleichswerte mit dem Fahrzeug von eben, was ihr gesehen habt, hattet. Ladecheck finde ich ist okay, größerer Akku, aber in etwa die gleiche Ladezeit. Da macht Audi einen fantastischen Job und auch sonst bei den Assistenzsystemen, die funktionieren sehr, sehr gut. Abstandsregeltempomat, Spurhalteassistent etc. pp. Wie gesagt, beim MMI, da muss ich sagen, das ist halt so ein bisschen in die Jahre gekommen. Da freue ich mich schon auf die neuen Systeme dann 2024. Da sind andere Hersteller leider dem Audi Q8 e-tron inzwischen voraus, das mir fast ein bisschen leid tut, weil es halt ein gutes Elektroauto ist, auch wenn es vielleicht SUV-typischen etwas höheren Verbrauch hat. Für all die Freunde, die vielleicht einen e-tron 55 haben und überlegen, auf den Q8 e-tron 55 zu wechseln, da glaube ich, muss man sich halt genau Gedanken machen, was halt immer gut ist, ist ein größerer Akku, weil man mehr Reichweite hat.
Aber in der Effizienz ist es dann vielleicht marginal, wenn man einfach mal so Wertverluste und Preisunterschiede dann für einen neuen und einen alten gegenüberstellt. Aber das liegt natürlich in euer Auge des Betrachters. Damit sind wir am Ende des Videos. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr gebt einen Daumen hoch. Schreibt gerne in die Kommentare eure Meinung zu den beiden Videos Audi Q8 e-tron hier als 55er. Und schaut gerne nochmal nach, ob ihr schon Teil der einfach elektrisch Community seid. Dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bleibt gesund und bis bald. Euer Olli.